Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Ozone mit dem lieben Schwarmboy zusammen. Hallo. Ja, hallo, Banause. So, wir spielen mal ein bisschen weiter. Ich habe noch ein paar Quests abzugeben, habe ich gesehen. Und ich muss sagen, ich schau mal, dass ich ein Portal baue in Twilight Forest, oder? Ja. Müssen wir sowieso rein. In der Teil. Oh mein Gott, das scheiß T funktioniert einfach nicht. Ja, das ist. Habe ich leider auch, dass so, das nicht geht. Ich schnapp mir mal. Ein netter Star? Ja. Bauen wir aber drüber auf in der Aroma-Dimension, oder? Nee, ja, gut, das ist ja egal. Weil da haben wir Blumen und Erde und alles da drüber. Ja, das stimmt, ja. Dann machen wir ein Loch und fertig und Wasser rein und Blumen drumherum und dann ist gut. Wo ist der denn jetzt? 2x2, gell, war das? Ja. Hä? Ach, wir haben über das neue Schwert. Ich habe Schärfe 3 drauf mit 22,75 Angriffsschade. Und mit Halogy 4 Adamantin-Schwert. Ich habe bei Nose auch eins gemacht. Wenn ich die Schalter an der Schmelze ausmache, ne? Ja. Und nicht was einschmelze, dann müsste die eigene Schmelze drin bleiben, ne? Ja. Ja, und warum bleibt er? Warum ist das jetzt weg? Schon wieder. Jetzt warte mal, ich komme. Ich habe jetzt gerade. Ich wollte mir eine Enderium-Spitzhackenkopf machen, weil Enderium haben wir ja genug. Und das ist ja mit eins das schnellste Metall, was es gibt. Okay. Jetzt hatte ich gerade 2 Gold eingeschmolzen. Für die Form. Es kann sein, dass das. Meinst du, das ist da drin? Dass ich das in den Ding mit reinzog, in den Kopf. Ja, hatte ich nämlich gerade extra geguckt, aber da. Na gut. Probieren wir es nochmal. Nochmal 2 Gold. Du brauchst den aber gar nicht gießen, gell? Achso, haben wir den? Den Kopf? Nee, kannst du eigentlich theoretisch auf dem Tinkers Konstrukt, den kannst du es direkt hier machen. Geht nicht. Habe ich schon probiert. Geht nicht? Nee. Okay. Das habe ich schon probiert. Machst du mir auch eine mit? Ja, sicher. Hatte ich vor. Ah, klasse. Also den Kopf brauchen wir eigentlich nur, weil Obsidian-Dingens hier händelt und ja, so, ja, das ist ja egal. Hast du das Steinschuh-Spitzhacke-Ding? Ja, ja, das hab ich, da liegt ja schon da dran. Hier links. Aber wie gesagt, ich konnte da gerade irgendwie nicht... Ist das da im irgendwie verschwunden, das Gold, was ich da dran hatte? Ja, Gold haben wir ja. Ja, richtig. 2 mal früher Mangelware. Weil vor allen Dingen, das ist, wie gesagt, Enderium ist halt mit das schnellste Material, was es gibt. Aber normalerweise dürfte es Transfernot, wenn der Hebel aus sich nicht rauszieht. Ja, weiß ich. Aber irgendwie, ich gehe mal kurz auf Vorsicht und lock die mal ab. Nee, weil hier ist nämlich auch nichts drin in denen. So, jetzt sind schon wieder sofort weg. Hä? Hä? Dann müsste aber da hinten drin Ach, sein. Ach, hier hinten ist noch eine. Die hat euch auch noch einen Hebel. Ja, ne? Den habe ich nicht gesehen. Alles klar. Okay, das Rätsel ist Lösung. Die hatte ich nicht gesehen da hinten. Nein, ich habe den nach hinten gemacht, weil ich keinen anderen Platzkunde habe. Ja, alles klar. Ja, gut. Was für Blume ist egal, das oder? Ist egal. Rot, grün, rot und gelb oder sowas ist egal. Auch Botania oder sowas? Ich glaube nicht. Ich glaube, du musst die Vanillablumen haben. Die Vanilla, okay. Also gehe ich mal stark von aus. Aber ich kann auch lauter gleiche, das macht keinen Unterschied. Richtig. Du bist auch wieder Botania. Sieht noch. Ah, ne, das dürfte auch Botania sein. Hier, die sind doch noch. Ah, ne, auch Botania, scheiße. Ja, da ist klar, dass das Gold auf einmal direkt weg ist. Das ist logisch. Du bist wahrscheinlich auch Botania, ja. Ach, Botania. Aha, jetzt bleibt's auch drin. Aber die Schneeglöckchen, das ist, glaube ich, Vanilla. Nee, auch Botania. Die weißen Schneeglöckchen, das ist Botania, ja. Das ist weiß. White... Blablabla, Flower.
Oh, das gibt's ja gar nicht. Da drüben ist. Ich kann immer Ach, das ist gucken. auch Botania, scheiße. Ich Das heißt, kann ich ja kenne mal bloß den Mond oder. gucken. Wow, wir haben eine Pflanze. Wow. Sicher, dass Botania nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Das weiß ich halt nicht, weil ich. Na gut, ich sag mal, ich kann es probieren. Was passiert im schlimmsten Fall? Netherstar Nix. wurde dank genommen und ich kann ihn mit rausholen. Richtig. Kannst du Genau, sehr ausprobieren, gut. klar. Das ist doch eigentlich relativ. Egal, sage ich mal. Das ist korrekt. Ich darf auch zwei gleiche haben, das ist egal. Das ist relativ, das ist total egal. Da müssen nur Blumen rum. Der Rest ist egal. Wenn es noch so ist, weil jetzt brauchst du ja auch einen Netherstar anstatt einen Diamant. Vorher brauchst du ja nur einen Diamant. Okay. So, na schauen wir mal. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. So, jetzt fällt mir eine. Ah ne, da ist sie doch. Zack. Und dann schmeiße ich jetzt einfach nein. Theoretisch ja. Dann sollte es blitzen. Ja, passt. Funktioniert Ja, mit okay. Botania. Dann funktioniert es Twilight ja. Portal. Funktioniert mit Botania. Aber So. lege da nicht wieder. Gehst du auf jeden Fall mit? Ich traue mich Ja, nicht ich dabei. komme sofort. Ich bin nur gerade hier die. Ich brauche gleich deine Spitzhacke eben. Ich komme nur mal kurz rum, ja. Also Leute, traue ich mich da nicht. Ach, so schlimm ist ja doch gar nicht. Nein, ich weiß ja auch nicht, sag mal auch. Ich kenne das halt nicht. Ich war So. noch nie selber drin. So. Ja. Okay. Ach, die schon operieren, ne? Ja. Der Auto-Repair drauf. Ja, dann kannst du sie rausnehmen. Die hat nämlich jetzt ein Mining Speed von 23. Cool. Und Was 17 Angriff. sehr hoch ist. Ja. 17 Ja, Angriff. die Schwerter Das ist fast davon, die Gold wert. Schwerter damit, die sind übel. Okay. Ich Dann hab. lieber, oder was? Ja. Ich hab bei Und das Resin. Sharpness noch drauf? Ja, ich hab bei Resin einen weißen Cleaver gebaut, der 30 Attack Damage schon alleine, wenn du einen baust aus Enderium. Okay. Und wenn du dann noch der Sharpness da drauf klopfst. Und vor allen Dingen kannst du ja mit dem Trick. Mit diesem Magical Wood kannst du ja alle Modifier drauf machen. Dann kannst du ja im Prinzip über Ich 100 glaube, Schaden kommen. das werde ich dann angehen. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz, oder? Ja, wir gehen jetzt in den Twilight. Ich mache kurz die Transfer-Note eben hier dran. Hast du noch was zu essen dabei? Muss ich gleich gucken. Brauchen Kurz wir mal ein Fackeln? paar Sachen ablegen. Ja, gut, da kann es dunkel werden, ne? Sollen wir vielleicht ein paar mitnehmen? Ja gut, ich habe jetzt ein Stack dabei. Achso, dann brauche ich aber, was war denn das? Enderium? Was ist denn das? Hast du mir noch Enderium? Haben wir im System. Enderium. Ich nehme auch mal 5, 4 Stück mit oder so, das reicht. Weil die Durability ist doch schon ziemlich hoch eigentlich jetzt. Ich nehme mal 8. Wenn du 5 mitnimmst, dann nehme ich 8 mit so. War ja klar. Was zu essen? Was haben wir denn noch? Wir haben jede Menge Toast und Brot und alles ist da drin. Kartoffeln, alles. Ah, Nein, Kartoffeln Toast. nicht. Toast hört sich gut an. Ist auch Fackeln. Fleisch drin, aber ich lasse dir mal das Ach, Brot. da war der Tor, der Tee wieder. Komisch, ist bei dir auch so, gell? Ja. So sollte reichen. Alles klar. So, brauchen wir einen Bogen? Ich habe einen. Also wenn irgendwas ist, dann habe ich einen. Weil ich meine, bloß noch Haltbarkeit 34. Nee, das sollte Und ich weiß ja gehen. gar Weil nicht mehr, mit Bögen was. brauchst du eigentlich nur, wenn du die Bosse klatscht. Mit was ich den reparieren soll. Hinein! Hast du Pfeile? Ja.
Weil das hätte ich nämlich überhaupt keine dabei. Bist du schon drin im Portal? Ja. Ach, bei denen habe ich's. Wie komme ich da jetzt rein? Einfach reinspringen. Nee. Hä? Ich bin gerade einfach reingesprungen. Nee, bei mir passiert nichts. Ja, vielleicht muss ich jetzt durch sein. Jetzt? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin nämlich jetzt auch alles durch. So, okay. Wir müssen. Was müssen wir hier? Warte mal auf. Jetzt mache ich erstmal J. Waypoint. Das sowieso. Wir müssen. Was müssen wir denn nochmal machen hier? Ach, ein Rabe killen und die Torchberries sammeln, alles klar. Weil ich bin nämlich bei. Ding wollte ich nämlich rein bei. Aquarium Skies. Ja. Nein, wie heißt es? Clouds of Darkness. Ja. Und dann war ich sofort. Dann bin ich gestorben. Das war halt auch gestorben, weil ich irgendwo verschüttet war. Achso, ja, das kann passieren beim Trial, leider. Ui, was haben wir da am Brunnen? Aber, oh, da geht's da runter. Wo geht's denn da hin? Keine Ahnung. Ein Rabe finden, das wird auch lustig. Ach, das ist ein Lapisblock. Ein Schleim. Okay, ich bin jetzt. Ein Rabe. Da ist ein dunkler Wald. Da drin ist dieser Chaos Knight oder wie der heißt. Da geht's gar nirgends hin da unten. Hä? Warum krieg ich hier Saplings? Woher? Wo bist du jetzt? Nein, ich seh dich. Ich seh dich auf der Minimap. Uah, was sind das für geile Pilze? Karnickel. Kennst du den Twilight Forest nicht? Doch, den kennst du doch, oder? Nein, ich wollte einmal rein, damit ich verschlüsselt war. Achso. Ich war noch nie drin. Okay. Lapisblock auf Obsidian. Wo bist du jetzt die Richtung geflogen? Ja, ich krieg hier gerade irgendwie da. Oh, da ist ein Lichtturm. Kannst du mich mal ein bisschen mit den Hand nehmen vielleicht? Ja, ich bin hier vorne. Siehst mich doch auf der Karte. Kannst du mal, ja. Kannst du mal eine Festung von einem Boss sehen? Ich hab's im Video teilweise habe ich auch gesehen gehabt. Weil das ist hier die Lichtfestung. Können wir den schon killen? Nein. Warum nicht? Weil du erst andere Bosse vorher killen musst. Ach, da kommt jetzt das Ding, wo ich nicht reinkomme. Richtig. Doch, ich komme rein. Ja, du kommst rein, du kannst aber nichts abbauen. Ah, okay. Dafür brauchst du irgendwas brauchtest du. Ich weiß nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Du musst auf jeden Fall erst andere Bosse töten, damit du den töten kannst. Oder damit du überhaupt da reinkommst, sagen wir es so. Und da in dem Wald hier vorne zum Beispiel, das ist dieser dichte Wald. Da drin ist dieses Grabmal, wo du diesen Geist töten musst. Da. Ja, genau. Diese Rüstung da töten musst, ja. Das ist, glaube ich, der dritte. Reinkommst du? Bist du jetzt auf einmal zwischen der Nacht? Genau, du siehst noch nichts. Ich habe Blindness. Ja, genau das. Und dafür brauchst du wieder irgendwas anderes von einem anderen Boss. Dann kriegst du das nicht. Und so baut okay. das, so bauen die Bosse aufeinander auf. Ich meine, der erste ist diese Snake da, diese Schlange. Ich meine auch, dass ich das gesehen habe im Video. Und was suchen wir jetzt eigentlich? Ein Rabe brauchen wir. Ui, wir brauchen eine Rabenfeder und wir brauchen Torchberries. Wobei ich nicht weiß, was ist ein Torchberry? Das weiß ich auch nicht. Die kenne ich nicht. Was bist du? Da müssen wir halt mal schauen. Lecker Wildschwein. Ja, auch schlachtet schon die Tiere hier. Gibt's ja auch nicht. Sind das vielleicht Torchberries oder was ist das hier? Ach ne, das ist so ein Garn. Was heißt denn auf Deutsch Torchberry? Fackelbeere. Eigentlich. Ach, ist das eine Quest? Ja. Lass mich doch mal kurz gucken, wie das heißt. Kohle. Wahrscheinlich. Ach, Mensch, blödes Mausrad. Das ist bei Another Aspect dran. Bei dem. Ja, wir wollen eine Rabenfeder und Fackelbeere. Ja, genau, Fackelbeere, ja. Und das ist ein Busch, oder wie? Ich weiß es nicht, ich kenne die nicht. Kann ich denen leider nicht sagen. Okay. Der Rabe, der Rabe ist auch schwer zu finden. Ja, das muss halt ein Vogel sein, der irgendwo rumfliegt, oder? Ja, ui. Nicht nur das, den gibt's auch noch ziemlich selten. Was ist denn das? Das kommt auch noch dabei. Leuchtkäfer. Ja, das sind lebende Fackeln, kann man so sagen. Ui, was ist das?
Hier kann man zum Beispiel, vor allen Dingen kann man im Twilight, theoretisch kannst du ein eigenes Let's Play machen, weil hier gibt's alles. Okay. Also hier gibt's genauso Erze wie in der normalen Welt. Hier gibt's, wie gesagt, die Bosse, die kann man ja killen. Aua. Wurzelatem. Was ist das denn? Sag mal so. Ey, das ist ja geil. Hier kriegst du Schaden. Was denn? Wenn hier in dem Wasser, komm mal her. Ups. Was machst du denn jetzt? Blödsinn. Hier kriegst du Schaden. Hier regnet es ein Stück und da kriegst du Schaden, wenn du da reinfließt. Ich hab. Scheiße, ich hab Autoschmelze auf meiner Spielzeuge drauf. Oh. Warum ist das, heißt, warum ist das hier geschützt? Wenn ich Hellorit abbaue, kriege ich gleich komplette Barre raus. Ich frage mich gerade, warum ist das Gebiet hier geschützt? Was ist das für ein. Ach, ja, klar. Das ist das Hydra-Gebiet, glaube ich. Hier ist das nächste Biom, wo auch ein Boss drin ist. Da kommst du auch mich auch nicht rein. Die Hydra mit den F5-Köpfen. Ich meine, entweder ist das die Hydra oder das ein anderes, das weiß ich jetzt nicht. Aber hier ist auch ein Boss dran. Weil hier kommst du. Hier kannst du nicht durchfliegen. Kannst du schon, aber da kriegst du Schaden die ganze Zeit. Okay. Durch den Regen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das die Hydra gewesen? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Ui, weiß ich, das ist ein Meteorit mittel in der Luft. Ja, ja. Gibt's. Und nämlich wohl der Energieausgang unterwegs. Twilight gibt's alles. Cool. Genau, der cool. Ist unterwegs einfach stehen geblieben, hat keine Lust mehr gehabt. Der überlegt sich wahrscheinlich gerade, ob er umdreht. So, jetzt ein Rabe finden, ach, wie gesagt. Ich bin wieder bei der Festung da. Ein Rabe finden ist schon. Ja, ich bin in der Nähe vom Portal gerade wieder. Ein Rabe finden wird lustig. Definitiv. Ja, wie groß sind die, groß oder sind die nicht so groß? Nö. Und wie gesagt, die gibt's so selten, die Dinger, weil die damit machst du ja auch diese. War das eine? Nee. Gibt's da, glaube ich, die Map oder ja, nicht? Genau, da kannst du diese Map bauen. Vielleicht finden wir ja den ersten Boss noch. Der ist ja eigentlich ist er relativ easy zu finden. Ja, das ist, glaube ich, so Steingebilde oder so. Ja, genau, so ein Rechteck. Ich, weißt du, bist immer in die Richtung, wo ich eigentlich sage, ich gehe mal in die andere Richtung? Nee, da fliegt doch schon wieder rum. Ja, ich suche eigentlich, ich gucke die ganze Zeit hier unten halt, ob ich einen Rabe sehe. Ja, und ich wollte in die andere Richtung fliegen wie du eigentlich, und jetzt habe ich dich gerade schon wieder Problem gesehen. Ist, man könnte natürlich auch auf dem Minimap gucken. Da sind ja diese Punkte drauf. Ah, ich glaube, ich habe einen, oder? Ist das ein Rabe? Tiereanzeige. Haha! Ich habe eine. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe einen Rabe gefunden. Ja, wie hast du das jetzt gemacht? Der saß auf dem Boden. Da kann ich auch nichts so hören. Also nicht über Minimap? Nee. Der ach, sagt, da komme jetzt als Schneebiom, da komme ich auch nicht, nein. Nee, das ist die Eisprinzessin. Die Eiskönigin, der letzte Boss. Oh, ich glaube, die ist fies. Ja, ist er auch. Ja, toll. Dann ist die letzte vom Twilight. Ich glaube, die ist echt fies, was ich schon so gesehen habe. Da kommt jetzt Dschungel. Wir brauchen noch. Ach, die Torchberries brauchen wir noch, genau. Dschungel komme ich auch nicht, nein. Wenn die Folge Ende ist und nicht gefunden haben, gucke ich mal, was das ist. Aber wie gesagt, selbst ich kenne die nicht. Was ist das denn? Maiäppel? Kann man da essen? Ne. Ach, da Schneebiom, ja. Obwohl die Eiskönigin, die ist ja immer in dem Schloss. Ach, du kommst hier gar nicht rein. Ja, leck, toll, wegen dem Scheiß Schnee. Stimmt, du siehst ja nichts. Ui, cool, da sind die Lichter mit Leuchtkäfer drin. Der Lampe mit Leuchtkäferglas. Okay. Wieso ist das Straßenlaterne? Das ist nicht schlecht, ja. Mich wundert eigentlich, dass wir noch nicht diese Schlange gefunden haben. Wie groß ist denn das Ding, wo die Schlange drin ist? Ja, das siehst du. Auf dem Minimap siehst du das. Okay, weil ich habe jetzt hier nämlich gerade was gefunden, aber. Also das, du siehst dann so ein Viereck, ist das. Oder so ein Rechteck. Ich hab's. Ja? Und jetzt, wo bist das ist du? So ein Heckenlabyrinth. Ne, das Heckenlabyrinth ist das nicht.
Okay, da sind nur Kisten drin und Spawner. Okay. Da kannst du kannst im Twilight nämlich ziemlich gut Spawner abgreifen. Das toll, da ist ja gar nichts Schönes drin. Nee, da ist... Was willst du eigentlich? Schwarmspinne, was bist denn du eigentlich? Ja. Ich hab die gefunden, die Schlange. Ich hab sie. Ach, das ist ein Wolfsborn und da kommen böse Wölfe raus. Jetzt weiß ich nur nicht, wo du bist. Obwohl, das können wir nächste Folge gleich machen. Du darfst gleich Folge beenden. Ja, auf jetzt. Da ist ja nur ein Schrott drin hier. Ja, ja, die kannst du vergessen. Die Kisten hier drin, die kannst du vergessen. Toll. Wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du Folge beenden und dann sage ich dir gleich, wo ich bin. Okay, dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schau beim nächsten Mal mit rein, da werden wir ein bisschen Metzler hier. Ich freue mich schon drauf. Mein erster Boss im Twilight. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. Hinterlasst eine Bewertung und einen Kommentar. Schaut beim Banausi am Kanal vorbei. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit euch. Danke euch. Tschüss. Tschüss.